Alula! Alula! Ich bin wieder da! Alula, Ladies and Gentlemen, welcome back to Pokémon! Scheiße, hat alle unsere Pokémon auf 100 gelevelt. Ja, ich hab sie alle geboostet hier. Nee, Quatsch. Ja, was habe ich gemacht? Also, da ich ja mitbekommen habe in der letzten Folge, dass es irgendwie die nächste Prüfung Elektro sein wird, habe ich mal ein bisschen unser Sankabu gelevelt. Das ist jetzt Level 30 und ich finde den Schrei so klasse, dass das hat. Dann habe ich noch unser Imantis entwickelt, also der Karl hier. Genau, können wir uns mal anschauen. Ich finde das Viech eigentlich ganz hübsch, wenn es nicht diese komische Clownshose hätte oder 90er-Hose, was es da anhat. Ich finde den Puderzucker auf den Krallen ein bisschen merkwürdiger. Was, Puderzucker? Zuckerwatte, Entschuldigung. Okay. Sieht aus, als hätte es Zuckerwatte. Okay, man kann die scheinbar markieren, alles klar. Ja, habe ich auf jeden Fall gelevelt. Dadurch ist auch unser, unser Bautz mittlerweile 41, glaube ich. Und ja, genau, und Schlumpi 39. du wolltest da das Mauzi entwickeln, dieses Level. Das entwickelt sich übrigens nur, wenn der Freundschaftswert auf 220 ist, glaube ich. Und es hat nichts mit dem Herzen zu tun, es hat damit was zu tun, irgendwie, wie du dich um das Pokémon kümmerst. Also Massagen und sowas kann es irgendwie erhöhen. Dann habe ich einen Mogelbaum entwickelt. Okay. Ach, die anderen hast du schon gezeigt, wo ich gefangen habe, ne? Ja, genau. Hast du die Folge noch geguckt? Ja, ja, nee, ich muss mir jetzt gerade überlegen, was ich noch gemacht habe. Ach so, ich wollte eigentlich Pichu entwickeln zu Pikachu. Nicht, weil ich Pikachu mag, sondern weil ich Raichu mag. Und ich wollte Alola Raichu haben, aber Pichu entwickelt sich auch nur mit Freundschaft. Deswegen habe ich es gelassen. Dann wollte ich noch entwickeln... Sag's mir schnell, ich weiß es nicht. Was? Was wollte ich außer Pichu noch entwickeln? Irgendeins wollte ich noch entwickeln, was auch irgendwie total bescheuerte Bedingungen hatte. Und dann habe ich gesagt, fuck this, und habe ich Imantis genommen, gelevelt. Und Frubi! Frubi, genau. Frubi habe ich auch entwickelt, jetzt mit Stampfer zu Fruial oder? Fruial heißt es, glaube ich, genau. Und es sieht es aus wie eine Bordsteinschwalbe. So, das habe ich gemacht. Wie ein Vogel? Was? Ja, wie ein Vogel sieht die aus. Ja, ja. Cool. Ihr müsst nicht googeln, was Bordsteinschwalbe heißt. So, wir gucken mal, wie zutraulich unser Mauzi mittlerweile ist. Ich hatte hier irgendwo eine Liste offen. Dann lass mich mal einen Blick auf dein Mauzi werfen, denn du scheinst Mauzi sehr zu mögen. Ihr verbringt sicher jede freie Minute zusammen. Ah, ja. Klingt doch schon besser. Gestern hieß es noch, ja, dein Mauzi, es ist halt bei dir, ne? Ja. So in etwa. Ist halt dabei, ne? Wir testen das Ganze einfach mal extremer, bevor Jessie die Liste gefunden hat, indem wir Mauzi einen Sonderbonbon geben. Ja, eventuell entwickelt sich's, ja. Mal schauen. Das Jessie erreicht Level 28. So, Miss Jessie entwickelt sich. Oh, sehr schön. Okay, brauche ich gar nicht nachgucken. Sehr schön. Na nun, Miss Jessie. Wenigstens eine Entwicklung, die in der Folge passiert. Ja, es tut mir leid. Es ist irgendwie... Sie ist süchtig. Die Musik. Ja, Alola-Entwicklung oder so. Die Musik ist sehr seltsam. Warum ist die so jetzt? Yay! So eine Mondgesichtkatze! Hurra! Mooncat! Mooncat, ja. Genau, die brauchen wir ja für Professor Heinrich Eich. Genau. Der will sie sehen. Deswegen wollte ich die ja bis zu der Folge fertig haben und das habe ich gemacht. Ein bisschen oft gelevelt, aber die hat ja halt ewig gebraucht. Bingo! Du hast alle Pokémon auf deiner Seite registriert. So Bedikat, Rassekatze, Alola-Form. Bis auf sich... Was? Bis auf sich selbst hält es alles und jeden für wertlos. Nett. Es bevorzugt fiese Angriffe aus dem Hinterhalt oder der Dunkelheit. Ja. Ist auch ein nettes Kätzchen. Mau. 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 So hässlich. Ich habe ja auch geguckt, ob es irgendwie normales Mauzi gibt in dem Spiel, aber gibt es nicht. Man kann wirklich nur... Sternschauer. Das Alola-Mauzi finden. Okay, jetzt will Sternlauer... Ich kann Finte wegmachen, Finte ist... Hat halt 100% Trefferschuss, aber... Ist voll schwach, ne, Finte? Ja, ist 60. Ich würde Kreideschrei wegmachen. Den habe ich extra behalten. Lass dich nicht ja alle meine Pokémon kaputt machen, nein. Hey, ja, das hat auch einer in die letzte Folge schon geschrieben. Miss Jessie bestimmt sowieso das ganze LP und so. Ja, ist klar. Und voll süß fand ich, bei dem Counter war ein Sandy vermisst Jessie Counter 1. Ja. Voll süß. So, okay, jetzt haben wir Schnobili-Schnitt. Wenn ihr Mauzi habt, Alola-Mauzi, was ihr leveln wollt, geht hier rechts zu dem Friedhof.
Ja. Weil hier kommen Geister-Pokémon und Unlicht ist gut gegen Geist und dann könnte die alle one-hitten die ganze Zeit. Genau. So habe ich Mauzi zumindest gelevelt. Okay. So, und jetzt können wir wieder zurück auf Ula Ula Kula Schula. Und mal endlich weitermachen, ne? Bus nee. Fahren. Nee. Nee? Nee, zu Professor Eich. Ach so, genau. So Velika zeigen und dann Bus fahren, oder? Ja, ja genau. Genau. Wir zeigen ihm unsere Pussy und dann ist er richtig impressed. So. Taurus, Attacke! Ja, was war jetzt eigentlich mit diesem Dreieck, Viereck-Gedöns? Was? Die hat doch irgendjemand hat gesagt, ja, wenn du da und dahin bist, musst du so und so gehen. Dreieck, Viereck, bla bla. Zeig ich dir gleich. Okay. Falls du einmal die Regionalform eines Schumeligat hast, zeig es mir bitte. Hui, wenn das nicht die Regionalform eines Nobilikat ist. Weißt du, in Alola sind... Warte, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Okay. Ich bin hier so voll am Ende der Welt. Am Ende der Welt. Mein Headset fällt auch runter, alles hier. Top vorbereitet hier. Ja. Weißt du, in Alola sind runde Gesichtsformen besonders beliebt. Oh, ich bin in Alola beliebt. Ich vermute, dass sich die Snobilikat an diesen Umstand angepasst haben. Da sie grundsätzlich sehr intelligent sind, haben sie die überschüssige Energie aus der Entwicklung vielleicht dafür verwendet, ihre Gesichtsmuskeln zu verformen. Unheimlich beeindruckend, nicht wahr? Ja, sehr unheimlich. Genauso beeindruckend wie deine Fähigkeiten. Mauzi entwickelt sich schließlich nur zur Snobilikat, wenn es seinem Trainer voll vertraut. Ich danke dir, dein Popo. Hier ein kleines Zeichen der Anerkennung. Symparball. Okay. Superball wurde in die Tasche. Das ist neu, den kenne ich nicht. Ich habe einen Cousin-Konto, der mir viel zum Verwechseln ähnlich sieht. Er heißt Samuel. Wusste man das? Ich habe nur Professor Eich immer halt, ne? Okay, ja. Ihm habe ich auch diesen Kanto-Pokédex zu verdanken, den ich mit mir herumtrage. So kann ich die Ergebnisse meiner Forschungen mit den Daten aus Kanto vergleichen. Samuel hat einen Enkel, aus dem ein begabter Trainer geworden ist. Sein Name ist Blau. Oder Rot. Nein, Rot sind wir. Wir sind rot. Rot ist der Trainer, den man selber spielt, ja. Ach stimmt, blau ist ja der... Ja, Gary, stimmt. Ach Mann, ich bin so doof. Genau, blau. Blau. Ja. Okay. Das sage ich. Ich habe ihm einen Z-Kristall geschickt, damit er mich bald mal in Alola besuchen kann. Alter. Kommt der Gary? Ja, so gegen Rot kann man kämpfen in dem Spiel, das weiß ich ja. Warum weißt du das denn? Weil von dem eine Zeichnung schon vor Release da war. War es? Ja, das sieht richtig erwachsen aus, Rot, in dem Teil. Okay, dann bin ich mal gespannt. Gut, so, jetzt haben wir das auch. Jetzt schicken wir das hässliche Snobilikat wieder in die Box, oder? Nenn es doch nicht die ganze Zeit hässlich. Es ist aber sau hässlich, tut mir leid. Das ist aber eine Katze mit rundem Gesicht. Ja, ich... Nee. Das normale Snobilikat finde ich noch schön, aber... Nee, das finde ich hässlich. Was? Das ist eine Katze. Ja, das ist eine runde Katze. Runde Katze sind cool. Nee. So. Gut. Ja genau, die habe ich wieder von der Spa-Insel geholt, weil ich ja Frubi gebraucht habe. Du kannst jetzt vielleicht mal Frubi zeigen, wie es jetzt aussieht. Da oben. Frubi. Ja, Frubi. Sieht jetzt so aus. Sehr interessant. Miss Frubi. Miss Frubi, ja. Ist aber eigentlich ganz stark. Auch ich finde, wie heißt es? Mantidea ist auch voll stark, finde ich. So Emantis war voll krampfig zum Leveln, hat nichts ausgehalten, aber Mantidea. Machen wir jetzt drei Mollungs da unten? Achso, das ist unser Shiny-Mollung. Ja, ist Shiny. Und zwei weibliche noch. Shiny, komm mit. Ja, nee, das ist das Falsche, das ist das Richtige da oben. Das ist es, oder? Das ist nicht das Englische, genau. Wieder weg. Achso, wir haben ja zwei Shiny-Mollungs. Genau. Und da oben ist das, das Richtige, genau. Ah. Mollung. Genau. Ja. Bitte mal. Müsst du mal Balou mitnehmen vielleicht? Ich gucke mal gerade mal die Stats an. Also Möwen. Warum bist du so schwach, Mövenpick? Ja, Mövenpick hält. Aber die Initiative. Die Initiative ist sau hoch, aber er hält mittlerweile nicht mehr so viel aus. Geht richtig aufs Maul. Egal. Mingul, ich glaube an dich. Schaffst das. So, was willst du? Ich wollte Balou mitnehmen. Für? Ja, eigentlich will ich Mantidea ja auch mitnehmen. Und das Sankabu, das brauchen wir auch. Wenn's Elektro-Gedöns jetzt kommt, dann. So. Okay. Können wir später wieder mitnehmen. Gut. So, dann Pokémon. Zeigt mal, was ihr habt. Münzamulette ist Salandit. Jo. Okay.
Balu könnten wir irgendwas geben, was Gesteinsattacken noch verstärkt. Haben wir, glaube ich, auch. Die hier haben wir sogar öfter. Ja. Aber Balu ist gerade zu... Dann kommt Sandburg mal davor. Sandburg nach vorne, genau. Und EP-Teiler kannst du wieder anmachen, wenn du willst. Der ist nämlich aus. Ich weiß, den hatte ich ausgemacht, um meine Pokémon zu leveln. Gut, dann machen wir das noch auch noch kurz. Zack, EP-Teiler anschalten. Dann sind jetzt irgendwie nach Buchstaben sortiert, weil Jessie irgendeine Taste gedrückt hat. X habe ich gedrückt und dann kann man es sortieren. Ja, aber dann kann... Genau. Ach so, bei mir konnte ich irgendwie nur einzelne dann packen und einzeln verschieben. Hä? Nein, jetzt ist alles wieder sortiert. So. So. Bandsticker. Geist verstärkt. Ah ja, cool. Können Geister-Pokémon genau, der lag nämlich noch auf dem Friedhof bei Akala. Irgendwie... Ah, wir haben auch so einen Sündball gefunden. Ja, ja, genau. Was macht der? Was ist das? Sümperball. Aber der ist in der... Da. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die ein anderes Geschlecht haben als dein Pokémon. Der hat ein Herz. Ja. Der ist rosa. Der ist neu, oder? Den kenne ich nicht. Der ist neu. Oh, wie schön. Okay. Cool. Okay. Wir brauchen... Wir brauchen was für Balu. Ja, irgendein Stein. Was haben wir denn? Nassbrocken. Nein. Nassbrocken hatten wir ja letztens. Rumlöffel Psycho. Nein. Was machen die eigentlich? Ich glaube, ich habe gelesen, damit kann man Evolutionssteine wieder zusammensetzen oder so. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal nachgucken, was es macht. Kann, keine Ahnung. Granitstein vielleicht, das ist sowas. Genau. Ah ja, okay. Okay. Balu. Geben. Balu. Jawohl. Granitstein wird nun getragen. So, dann auf zur lustigen Busfahrt. Jemand hatte geschrieben in die Kommentare, in die Kommentore, ich soll rechts neben der Bibliothek einen Weg entlang gehen, da kommt man noch wohin. Okay. Zu so einer Mülldeponie. Mülldeponie? Aber ich... Hey, da kommt man doch gar nicht durch. Vielleicht später? Rechts neben der Bibliothek hat er gesagt, dem Weg folgen. Hier geht's nur links. Oder da hinten? Nee. Hä? Hä? Da geht's doch nur hier hoch dann und das war's. Hier ist doch keine Deponie. Ja, das stand so in den Kommentaren. Neben der Bibliothek rechts den Weg folgen. Da ist kein Weg. Ich sehe hier keinen Weg. Ich sehe auch auf der Karte nichts ansichtsweise. Nee, das ist auch nicht. Und das von dem See her, da auf der Minimap, das soll aussehen wie so eine Zygarde-Form scheinbar. Ja, oder... Ich weiß nicht. Gyarados. Gyarados? Ja, da ist doch der Mund und da ist das Auge. Ja, nee, aber Gyarados hat doch nicht so eine... So ein Schwanz, oder? Jetzt schon. Ich weiß nicht. Also irgendein Pokémon soll es darstellen, scheinbar. Ich weiß nicht, was Hallo? Für eins. Hallo? Slimer ist Müll. Wenn sie keinen mehr haben, besteht die Gefahr, dass sie das Gebäude hier fressen. Okay. Eine gute Reinigungskraft muss also dafür sorgen, dass immer genug Müll vorhanden ist. Okay. Verdrehte Welt. Jetzt kann man hier noch in ein Haus rein. Ist hier ein Haus noch? Es sind doch Häuser links. Was ist das da links? Ja, aber da kann man nicht rein. Ja. Es sind trotzdem Häuser. Also wir können jetzt da hochgehen, es ist so ein Weg einfach, so ein Trainerweg, ne? Achso, ja, vielleicht war der Weg gemeint. Ich guck mal. Ach ja, genau, da oben. Genau, guck mal. Ja. Ach, hier ist die Müllkonie. Links, nicht rechts. Okay. Recyclinganlage besteht zu 100% aus recyceltem Material. Okay. Oh. Hallo. Katzen sogar. Gut, das reicht. Ab nach Hause. Slime. Hey, du da, das geht nicht. Wir sind noch bei der Arbeit. Was denn? Wirst du doch nicht so kleinlich sein. Er will doch nur sehen, was wir hier machen. Ist doch nichts dabei. Echt mal. Okay, Pa. Chef, dann erkläre ich dir mal alles. An diesem Ort entsorgen wir den Gesamtmüll, der in Alola anfällt. Dafür arbeiten wir eng mit unseren Pokémon zusammen. Die Angestellten bringen den Müll zu den Slimer und Slimog, die ihn dann für uns fressen. Das Slimog unseres Chefs kann sogar bis zu 10 Tonnen an einem Tag verdrücken. Tja, mein Slimer und ich arbeiten hier erst einmal nur auf Probe. Sag mal, ist das nicht ein Inselwanderschaftsabzeichen? Als ich noch ein Kind war, habe ich mich auch an den Prüfungen versucht. Es war mir aber zu anstrengend, deshalb habe ich es irgendwann aufgegeben. Okay. Weißt du was? Mein Slimog sieht aus, als hätte es ein bisschen zu viel gefuttert. Wärst du so gut, ihm bei einem Kampf den Verdauung zu helfen? Ein kleines Verdauungskämpfchen, na sicher. So lobe ich mir das. Lass uns anfangen. Na sicher. Na sicher. Oh, das ist der Gerald. Hausmeister Gerald. Mit einem Pokémon, was könnte es denn sein? Ein Slimer. Sieht irgendwie lustig aus. Sankabu! Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas ausrichten kann. Es ist Boden und Geist. Wir brauchen einen Super Mario mit dem Dreck weg. Alter, das leuchtet sogar. Ja, von Sunshine, genau. Sankab.
Oh, hier gibt's sowas. Säurespeier. Au. Vergiftet. Oh nein. Nein. Nee, Spezialverteidigung. Sandgrab ist cool, das greift über mehrere Runden an. Ah, ja. Oh, das ist sogar sehr effektiv. Sehr schön. Und Dampfwalze ist sehr stark. Slimeock wurde durch Sandgrab gefangen. Ja. Bam. Dieser Fluch, den Nebulak gemacht hat, ist auch sowas. Da hat er sich selber wehgetan, aber es war so ein Effekt über mehrere Runden, der richtig stark war. Okay. Dampfwalze. Säurespeier. Wie auch immer eine Sandburg angreift. Naja, ist ja noch keine Sandburg, ist ja. Das ist ja ein Geist. Das ist ein Loch. Das ist ein Geist? Ja, ja. Das ist Bodengeist. Achso, das ist so ein Geist, der Sand befallen hat. Genau, also im Pokédex-Eintrag steht auch drin, dass die Seele eines rastlosen Reisenden damals diesen Sandhaufen eingenommen hat, den er als Kind gebaut hat. Und jetzt der ganze Groll in diesem Sandhaufen steckt. Voll creepy irgendwie, aber gut. Dieses Geräusch bei so einem Giftangriff. Ja. Als wäre es irgendwie so ein Comedy-Effekt hier. Er sieht auch so ein bisschen aus. Also, guck dir nochmal an. Weiter so. Slimeock wurde besiegt. Juppie. Es ist satt. 1000 Erfahrungen. Salamit erreicht Level 3. Doch 3 Level. Puh, das muss ich erstmal verdauen. So, wieder ohne Münzamulett gekämpft. Ja, weil er Pudersand hat, damit Boden stärker ist. Hey, ich habe nichts anderes erwartet. Ziemlich beeindruckend, Jungchen. Unglaublich, dass der Slimeock des Chefs einfach platt gemacht. Krieg dich wieder ein, du bist als nächstes dran. Aber Miss Clem und ich, wir schaffen das niemals. Jetzt reicht aber, so warst du auch schon als Kind. Sobald ein bisschen kräftig wird, schmeißt du gleich alles hin. So wie bei den Prüfungen. Und sowas nennt sich mein Sohn. Alter. Weißt du eigentlich, wo ich wollte dir meinen Platz hier überlassen, aber solange ich mir noch keine solche Sorgen um dich machen muss, geht das einfach nicht. Sehr aber nett. Papa. Okay. Ab jetzt werde ich nicht mehr weglaufen, sondern alles geben. Lass uns kämpfen. Okay. Auf zum Kampf. Sankabu. Ich werde endlich erwachsen. Du wirst schon sehen, Pa. Chef. Sankabu rockt das hier schon. Wenn wir mit einem Slimer klar gekommen sind, dann kommen wir mit so einem Slimer klar. Der Linus. Ass-Trainer. Der Ass-Trainer Linus. Warum ist es ein Ass-Trainer? Der hat... Weil er so aussieht. Er hat halt die Klamotten von einem Ass-Trainer. Cool. Eigentlich ist es ein Hausmeister-Gehilfe, aber gut. Okay. Los, wütender Sand. Ja. Dampfwalze. Dampfwalze. Komprimator. Ja. Steigert nur irgendwas. Angriff oder irgendwie sowas. Fluchtwert. Baum. Alter. Weiter so. Initiative von Slimer Sink. Perfekt. Vielleicht können wir jetzt sogar zuerst angreifen. Ja. Nein. Guter Kampf. Juhu. Komm, wie war ich aus? Guter Kampf. Versuch Nummer 2. Dampfwalze. Moment. Mit der Attacke ab. Abschlag. Oh nein. Aua. Ah, das tut weh. Das war bestimmt Unlicht und deswegen sind wir tot. Na toll. Hey, da haben sie Pudersand geklaut. Okay. Okay. Los, Baloo. Mit Level 25. Ja. Wuff. Jetzt sehen wir den wenigstens mal im Kampf. Haben viele geschrieben, dass sie ihn cool finden. Ist auch cool. Turbo Felsen. Quatsch. Ja. Voll, super Baloo. Gut geturbofels. Jetzt kriegt er die ganze Erfahrung. Leider. Wurde besiegt. Papa, ich habe wirklich alles gegeben. Aber Baloo braucht die Erfahrung auch. Der ist das schwächste Moment im Team. Ja, den levelst du nicht. Ja, ich hab nicht so viel Zeit. Tut mir leid. Verflixt doch mal. So, und du. Es tut mir leid, ich tauge einfach zu nichts. Geh mir aus den Augen. Du bist eingestellt. Was? Papa? Nicht Papa, sondern Chef. Du bist eingestellt, sage ich. Und zwar nicht als Angestellter, sondern als Chef. Verstanden? Was? Du bist ein mutigerer Trainer als ich. Alles, was ich wollte, war dich und dein Slimer so kämpfen zu sehen wie eben. Ihr habt alles gegeben. Und deshalb will ich, dass ihr meine Nachfolge in der Firma antretet. Vielen Dank, Chef. Ehemaliger Chef. Das ist mir eine Ehre. Hä, tut mir leid, dass du da eben in unserem kleinen Familienzwist verwickelt wurdest. Als ich dir deine Inselwanderschaftsabzeichen gesehen habe, hat es bei mir Klick gemacht. Hier, nimm das als Entschädigung. Ist zwar verbogen, aber kein Müll. Krummlöffel? Ja. Gut. Jetzt, wo ich einen neuen Chef ernannt habe, bin ich gleich viel beruhigter. Wir müssen uns auch noch weiter um den Müll von Alola kümmern. Ja, Papa. Ja, guck. Haben wir hier einen Familienzwist gelöst. Schön. Können wir da rein irgendwie? Oder was gibt's hier noch? Hallo? Hey, du, da hast du einen Augenblick Zeit. Ja, ist ja gut. Super, vielen Dank. Nenn mich einfach Styler.
Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber du und ich, wir müssen über deinen Trainerstil reden. Oh nee. Du weißt schon über deinen Stil als Trainer. Wie du Pokebälle wirfst, deine Lieblingspose, wenn du einen Kampf gewinnst und so weiter. Ich war früher einmal Choreograf und habe solche Posen beruflich ausgebildet. Bei mir fehlt immer noch ein Nachfolger, an dem ich dir mein Wissen weitergeben könnte. Und da kommst du ins Spiel. Okay. Bitte, 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 fass dir ein Herz und werde mein Nachfolger. Na, erfüllst du den alten Mann seinen Wunsch? Komm schon, du musst einfach ja sagen. Ja, klar, also. Super, endlich habe ich einen Nachfolger. Und dann stirbt er einfach so. Ich fällt einfach um. Du machst dich besser schon mal locker, denn wir starten gleich durch mit Lektion 1 meines Intensivkurses zum Thema Trainerstil. Also, es geht los, mein Lieblingsschüler. Mach einfach meine Bewegungen nach. 1, 2, 3, 4, Stil beweisen wollen wir. Du hast den lockeren Stil erlernt. Okay. Du hast den lockeren Stil gemeistert, gut gemacht. Wenn du deinen Trainerstil ändern möchtest, brauchst du nur den alten Styler anzusprechen. Das war's für heute, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß, du würdest am liebsten gleich die nächste Lektion des Intensivkurses absolvieren, aber gut Stil will Weile haben. Komm wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung als Trainer gesammelt hast. Like, comment und subscribe. Ja, wenn wir jetzt gewinnen oder was? Ein Kampf oder was? Oder wie ist es jetzt? Was ist los? Kampfstil. Nein, Knopfverlegung, Teambox, manuell. Animation an aus. Was ist hier jetzt gerade passiert? Wahrscheinlich im Trainerpass. Oder in den Kampfvideos. Hä? Ich glaube, es hat was mit den Kampfvideos zu tun. Warum mit den Kampfvideos? Nein, das ist ja mein Stil, wie ich mich im Kampf verhalte. Hm. Aber wie wählt man den Stil aus, Leute? Das ist eine gute Frage. Hier dürftest du die Kommentare schreiben, was das macht oder wo man das findet. Ja, cool. Wir haben jetzt einen lockeren Stil. Was das jetzt bringt, großartig, wissen wir jetzt noch nicht. Aber das werden wir vielleicht irgendwann mal sehen. Nimm mal an. Oha, mein Nachfolger hat offensichtlich neue Erfahrungen als Trainer gesammelt. Ja, ja. Da bist du jetzt bereit, eine weitere Lektion meines Intensivkurses zu absolvieren und einen neuen Trainerstil zu erlernen. Also, es geht los, mein Lieblingsschüler. Mach einfach meine Bewegungen nach. 1, 2, 3, 4, Stil beweisen wollen wir. Du hast den verspielten Stil erlernt. Okay. Du hast den verspielten Stil gemeistert. Gut gemacht. Wenn du euren Trainerstil ändern möchtest, brauchst du nur Style ansprechen. Ja, musst du ihn ansprechen, ja. Oha, mein Nachfolger hat offensichtlich neue Erfahrungen als Trainer gesammelt. Da bist du in einer weiteren Lektion abzulegen. Los, mein Lieblingsschüler, Bewegung nach. 1, 2, 3, 4, 5, wollen wir. Du hast den linkshändigen Stil gelernt. Okay. Du hast den linkshändigen Stil gemeistert. Gut gemacht, wenn du deinen Trainer hast, den brauchst du nur Steiler. Okay. Oh, mein Lieblingsschüler, womit kann ich dir behilflich sein? Ich möchte. Ich möchte meinen Trainerstil ändern. Kein Thema, der alte Styler hilft dir gern. Welchen Stil hast du dir heute angetan? Okay. Verspielt sind wir. Spielt. Geht klar. Gut, dann leg gleich. Oh, stell dir vor, du stehst auf einer Bühne im Rampenlicht. Hussa, 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 hoa! So, meine Damen und Herren, dann hat sich geändert. Echt jetzt. Okay. Und jetzt zieh die weite Welt hinaus und stiehl allen die Show. Wenn Sam und ich liegen jetzt bei der Arbeit mächtig ins Zeug. Hoffentlich geht es dir genauso. Wir freuen dich auf jeden Fall an. Okay. Hallo! Professor Eich, der war schon ganz schnell hier oben irgendwie. Hallo, wie geht's? Wusstest du, dass Slimer in Alola eigentlich aus einer anderen Region stammen? Deshalb nennt man sie auch eingewanderte Pokémon. Und weil es in Alola so wenig Schlamm für sie gibt, fressen sie stattdessen Abfall. Da sie die Giftstoffe, die sie über die Nahrung aufnehmen, im Körperinneren konzentrieren, riechen sie weniger streng als ihre Artgenossen. Doch nimm dich vor ihren Kristallen in ihrem Körper nach, die sind nämlich extrem giftig. Danke fürs Zuhören, hier ein kleines Geschenk. Freundesball. Warum hast du so krasse Pokebälle? Ja, echt mal. Professor Bro. Versuche deinen Pokédex zu vervollständigen. Das wird auch Rotom sehr freuen. Ich will mehr von diesen Herzbällchen haben. Ein Blick aufs weite Meer und alle meine negativen Gedanken sind wie weggeblasen. Es ist ein wenig wie mit Dunkelnebel. Die hebt im Kampf alle Statusveränderungen auf. Okay. Oh, das war klar. X-Tempo. Nice. Okay. Cool, hier gibt's ja auch Pokémon. Wahrscheinlich Slimer und sowas. Ne, so Müll. Hier gibt es bestimmt dieses Müllbeutel-Pokémon. Nein, nein, das ist du nicht. Du nicht. Los, Baloo. Kann Baloo was gegen den? Ja, nee. Nein. Nein. Tschüss. Wir laufen, wir müssen zum Pokécenter erstmal. Ja, wir müssen unsere Sandburg wieder heilen, wieder aufbauen. Ich wollte, hey, ob ich hingucken. Ja. Nugget. Und den Ball will ich wollte ich angucken, den uns der Professor gerade schon wieder zugesteckt. Freundesball. Da. Da. Ein besonderer Ball, der die Sympathie von gefangenen Pokémon schneller ansteigen lässt. Ah ja, nice. Also heißt, wenn man zum Beispiel Mausi entwickeln muss, fängt man es am besten mit dem Ball. Oder mit dem Luxusball. Nee. Doch. Nein. Doch. Les mal beim Luxusball.
mit dem Trainer schneller anzufreunden. Mhm. Also, das sind bestimmt unterschiedliche Effekte. Ja, das sind bestimmt unterschiedliche Sachen. Freundschaft und Sympathie. Ja. Also, ich glaube, Sympathie sind die Herzchen, oder? Weil Freundschaft ist ja, wie gesagt, das, was Mauzi die ganze Zeit braucht, diese Freundschaftswert. Ja. Ja, ihr könnt es ja schreiben, ihr wisst es ja wieder. Schreibt's in die Kommentare. Ihr dürft euch heute mal wieder austoben. Ja, und eine Sanftglocke dem Pokémon am besten auch geben, wenn ihr Freundschaft braucht. Genau, damit es zutraulich. Pichu braucht er auch. Mhm. Ah ja. Mhm. Ich will doch nur durch die Wiese durch. Spiel. Das Please. Nein. Ein Magnetilo erscheint. Los, Baloo, fliehe. Ich werfe es raus, um dann wegzulaufen. Wem willst du was? Ein Pokémon. Achso, ja, das finde ich auch immer total. Irgendwie. Ich würde mich als Pokémon verarscht fühlen. So. Hey, da ist noch was. Oh, ich will fast in den Trainer reingelaufen. Nein. Gegengift. Hurra. Ich recke später. Ja. Ach komm. Magnetilo. Ja. Nein, genau das meine ich. Unratytox. Das kannst du fangen. Hallo, Unratytox. Hallo. Ein weibliches, hurra. Schlümpi. Hier ist Bautz genommen. Oder Bautz. Also ich paralysiere sie immer, damit sie nicht nach Hilfe rufen können. Ne? Deswegen mache ich immer Schlumpi-Paralyse und dann Bautz Trugschlag. Sieht mal aus, als hätten wir so viel Zeit. Ja, stimmt. Wir haben schon 26 Minuten. Und irgendwie nichts passiert bisher. Ja, nicht, nichts Großartiges. Wir haben die Familienkrieg gelöst. Familie gerettet. Genau, Trugschlag. Trugschlag. Achso, was ich voll süß fand in der letzten Folge. Du warst ja in diesem Sushi-Laden. Ja. Und hast du was gelesen? Und dann stand hier irgendwie so, ja, mit Teriyaki-Soße. Achso, es war ein Essen, wo du bestellt hattest. Und da hast du gesagt, was ist Teriyaki? Ich kenne dieses Pokémon nicht. Das war nicht so süß, weil Teriyaki kein Pokémon ist. Ich weiß, dass Teriyaki eine Soße ist. Achso, okay, ich dachte, du wusstest das nicht. Nein. Deswegen fand ich das so süß. Okay. Ich kenne mich mit dem Scheiß nicht aus hier. Voll süß. Gut. So. Baba. Ah, mach ruf. Wusch. Haben wir eine hässliche Mülltüte. Hurra. Ja. Kämpfen wir nur mit Müll-Pokémon. Ja. Bleib drin. Oder nur so komische Pokémon. Dann nehmen wir die Sandburg. Mhm. Diese Blumenkette. Mhm. Unsere Tütox. Eine Tüte. Was haben wir noch? Palimpalim ist, glaube ich, auch. Palimpalim ist so. Nee, Palimpalim ist dieses Windspiel-Ding. Ja, eben, Windspiel, auch ein Objekt. Ja, aber Klefki zum Beispiel, der Schlüssel. Ja. Ist auch mit dem. Wer will Brüller lernen? Was? Was? Wer hat gelevelt? Baloo. Nee, braucht man nicht. Nee. Braucht man nicht. Ich hoffe, will Baloo noch Brüller erlernen. Achso, das andere Baloo wollte Brüller erlernen. Ja, genau. Hallo, ich bin der Mülltüte. Ich hatte eine Entwicklung. Ja, es wird noch eine größere Mülltüte. Okay. So. Wenn es sich mit Müll vollstopft. Ich will auch mal eins vorlesen. Okay. Rülpst ist giftige Gase. Wer diese unabsichtlich einatmet, muss sofort ins Krankenhaus. Alles klar. Ma. Hi. Ma. Ma. Okay. Okay. Einfach nur Typgift. Nein. Doch. Alles, was wir in der Volle fangen, kriegt einen Namen. Okay. Gelber Sack. Ist nicht gelb. Bio. Müll. Keine Ahnung. Dann bist du einfach Bio. Bio. Okay. Klingt irgendwie nach einem Spitznamen. In eine die Box. Ab in die Box. Ich weiß übrigens nicht mehr, warum unser Karl heißt. Also Imantis. Wie wir da drauf gekommen sind. Keine Ahnung. Das frage ich mich seit gestern. Wegen Nebelnik? Nebelnik heißt Nein. Karl. Nein. Okay. Das Nebulak haben wir Nebelnik genannt. Irgendwie. Achso, wegen Nebelnik. Wegen Nebelnik, genau. So, du wolltest mir noch erklären, was jetzt hier mit diesen Zeichen war. Achso. Aber da sind doch hier einfach am Boden. Ja. Und was hat es gebracht, wenn man denen in der Reihenfolge gefolgt ist? Nix. Die sind einfach hier überall. Okay. Folgt dem schwarzen Kreis, dann dem schwarzen Dreieck und dann dem schwarzen Viereck. Und dann kommt man zur Bibliothek. Hui, wie schwer. Krass. Okay. Ja, die Stadt kann verwirrend sein. Ja. So eine quadratische Stadt ist schon echt verwirrend. Okay, Pokémon Center. Warum durfte ich hier... Wir dürfen jetzt überall hin. Warum?
Nee, also wir dürfen wahrscheinlich schon da runter, aber halt jetzt links nicht. Weil da müssen wir im Bus fahren. Das ist ja Route 10. Ja, da müssten wir in Route 10. Da ist die Bushaltestelle irgendwo. In Route 10 ist die Bushaltestelle, guck. Genau. Wir dürfen hier auch hin. Genau. Gut, wir gehen kurz zum Pokus. Voll die fancy Musik. Center und dann gehen wir beim nächsten Mal Route 11 ab. Ja, und schauen, was da unten ist, weil da geht's irgendwie. Nee, machen wir jetzt Route 11. Und dann machen wir beim nächsten Mal Route 10. Genau. Gibt's heute mal wieder längere Folge. Sonst komme ich mir vor, als würden wir hier 5 Folgen in der Stadt abhängen. Utz. Vielen Dank für deine Geduld, deine Pokémon sind wieder topfit. Okay. Bitte geh. Bitte hauen sie ab. Bitte lassen sie mich in Ruhe. So. Ah. Da unten sieht es irgendwie voll, als würde es in so einen Berg oder irgendwie nur Schlucht gehen. Hallo, Fetti. Geh weg. So. Entschuldigung. Oh, hier kann man viele Pokis fahren. Wenn du alle Trainer besiegt hast. Wenn du. Wenn du die Inselmeisterschaft erfolgreich bestehen willst, solltest du immer gut auf dich und deine Pokémon Acht geben. Dankeschön. Thank you. Thank you for the wonderful tip. Hallo. Ich habe mich von einem Schwimmer zu einem Wanderer, der schwimmen kann, entwickelt. Okay. Es gibt auch Pokémon, die einen zusätzlichen Typ erhalten, wenn sie sich entwickeln. Nice. Und ein Pokéball. In der Wiese. Riesenpilz. Pokémon-Geräusche. Route 11, ein ruhiger und aufhaltender Weg. Ja, die Musik ist irgendwie voll nice. Und schön. Haha, Doppelkampf! Nein, Balu ist doch vorne. Das Training mit meinem Pokémon kann eigentlich nur von einem Sieg gekrönt werden. Ob sich eine Trainingsmethode bezahlt macht, findet man erst in der Praxis heraus. Hui. Tennisspieler. Badmintonspieler. Sportskanonen. Gabrisia und Irek. Okay, ihr habt seltsame Namen. Mit Terribark. Und Dartignis! Hui! Ich hätte jetzt gehofft, dass die den Pokéball mit ihren Sportwaffen loswerden. Ja, das wäre voll cool! Aber auch irgendwie gewalttätig gegenüber dem Pokéball. Ein bisschen. Aber hey. Bedrohung von Terribark. Das ist ja auch gar nicht gewalttätig, was wir hier machen mit dem Pokémon. Oh, wirkungslos, nicht sehr effektiv und wirkungslos. Das ist aber schön. Hypnose. Was macht Hypnose? Einschläfern. Sofort? Wenn es trifft, ja. Es hat also nicht 100% Treffer, ich glaube 65 oder so. Aber wenn es trifft, sofort einschläfern. Oh, nice. Sehr effektiv gegen Dartignis wahrscheinlich. Auf das Ziel. Angriff mit Felsen. Ja, was ist stärker? Turbofelsen, ne? Nee, Felskraft sogar. Okay, dann auf Dartignis. So. So. Felskraft. Batch. Goodbye, Bird. Goodbye. Oh. War stärker als erwartet. Ja. Yeah. So. Und jetzt. So, ist noch das Hündchen. Ah. Au. Beiß doch nicht in mein Sandubuku. Ja, es schlägt. Nice. Und jetzt die volle Ladung Action in sein Gesicht. Ich glaube, ich habe den Spitznamen für unser Sankabu. Du hast es so schön gerade gesagt, Sandkuh, finde ich ganz schön. Ach stimmt, es hat noch gar keinen Namen. Nee, hat noch keinen. Das trifft auch Balu. Würde ich lassen. Ich würde wechseln. Oder Sanddings machen, genau. Dass es einfach gefangen ist und dann kann Balu den Rest machen. So, zack, zack. Hier einfach nur Schaden drauf. Genau. Felsgrab. Bitch. Oh, ja, scheinbar ein paar Runden, bis es tot ist. Klebt tief und fest, sehr schön. Guter Hund. Die Sandhaufen hat eine sehr niedrige Initiative, kann ja, es sein? Ja, ich weiß. Es ist nervig. Es war auch sehr nervig zu leveln, weil ich habe es in diesem Garten, in den Ziergarten gelevelt und alles einfach war gut gegen dieses Viech. Furchtbar. Aber da habe ich die meisten Erfahrungen bekommen. Kann man es aber öfter vereinsetzt? Ja, komm schon. Jojo. Einfach. Zack, zack. Zack. So, jetzt soll es ja tot sein. Ja. Hoffentlich. Genau, jetzt haben wir Sandgrab und man ist. Aufgewacht! Oh, ist aufgewacht! Nee. Sandkuh! Ja. Gute Sandkuh. Sandkuh ist ein doofer Name. Okay. Du hast es irgendwie so gesagt vorhin. Fast ähnlich zu Sandkuh. Okay, Sankabu. Kein Level, aber Balu. 27. Ich überlege mir bis zur nächsten Folge. Der Rest auch bei uns. Er richtet 42, Salandit 31. Noch 2 Level. Hui! Und ich dachte, der Kampf wird ein Kinderspiel, wie mich das jetzt ärgert. Mann, war mein Pokémon etwa nicht entspannt genug? Hätten wir doch nur eine längere Pokepause eingelegt. Gut. Sehr schockiertes Kind. Ja.
So. Wo geht's denn hier hin? Da liegt ein Item. Ja, ich will nur gerade mal. Keine Ahnung, Wingull, komm mal nach vorne. Ja, der darf auch ein bisschen nachziehen im Level. Der ist jetzt mittlerweile 35. Soll ich es entwickeln? Also, es haben viele geschrieben, ich soll es entwickeln ich lassen. Ich weiß, aber Pelipper ist so hässlich. Ich finde Wingull. Nee, wir bleiben bei Wingull. Wir bleiben bei Wingull. Ich hatte ein Level 100 Wingull schon mal, das schaffe ich noch ein das zweites kriegen Mal. Das wir auch hin mit Wingull. Das ist. Was ist das hier für Puppe-Dingbälle rumliegen die ganze Zeit? Mini-Pils! Ich habe irgendwie nie Lust, in diese Wiesen zu gucken. Ja, weil man halt Angst hat, dass man gleich angegriffen wird, ne? Nein, nein, eben. Ich meine, die Pokémon da anzugucken in diesen Wiesen. Ach so, nee, das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich will durch die Gebiete halt durchkommen irgendwie erst. Wenn ich fertig bin, will ich die Wiesen mir angucken. In Kalos soll es Pokémon geben, die sich mit Blättern vor Pflanzen in den Mund stecken, die in Alola wachsen. Was, die sich Blätter von Pflanzen in den Mund stecken, die hier in Alola wachsen? In Kalos. Kalos war XY. Ja, genau. Keine Ahnung, was der meint. Ich auch nicht. Mein Valor-Sieger und ich machen jetzt ernst. Nur damit du Bescheid weißt. Den hinter dir. Ja, der trainiert. Ach so. Gut. Luftboxer. Luftboxer Lasse. Lasse. Fordert dich heraus. Der Luftboxer Lasse. Velosi. Los, Möwenpick. Velosi ist normal, das sollte jetzt nicht so. Ach, Möwenpick rasiert das auch so weg. Ja, ja. Fliegen. Oh, fliegen. Ist sehr effektiv. Fliegt hoch im Bohr. Wuisch. Das ist weg. Wirbler. Möwenpick wird ab. Kulleraugen, Möwenpick wird ab. Fliegen. Bam. Ich bin nicht schwach. Weiter so. Genau. Möwenpick hat's euch gezeigt. Wie da dieses Etikett hinten an dem Pokémon dran ist. Ja, das soll halt so ein Plüsch-Dings darstellen. Ja, ja. Hurra, 31 für unsere Sandburg. Ma, dabei ist es doch so kuschelig weich. Tja, nicht genug Luft geboxt, würde ich sagen. Ja. Lieber Yoga. Was steht denn Tipps hier? Tipps für Trainer. Manche Z-Attacken erhöhen einen oder mehrere Statuswerte eines Pokémon, wenn es mit Z-Kraft umgeben ist. Okay. Hallo. Oh. Ich dachte gerade, der ist... Ich auch. Ich dachte, der ist so Bauchschmerzen. So, oh, scheiße. Bring mir entgegen, gib mir sowas. Es geht auch nur, wenn er oben ist. Lustig. Ja. Mein Wille versetzt Berge. Okay. Dann versetzt mal einen Berg. Ja. Den steifen wir dir zum Beispiel. Schwarzgurt Kaigo. Mit einem Pokémon. Hariyama! Hatten wir auch schon. Könnte Möwenpick wehtun, glaube ich. Aber. Nee, andersrum. Flug tut Kampf weh, glaube ich sogar. Oder? Ja, Möwenpick ballert ihn jetzt weg. Ja, genau. Möwenpick! Haut Flieg alle. Weg! Flieg an! Fliegen setzt man scheinbar immer zuerst ein, ne? Ich glaube, ja. Es kann aber auch sein, weil Möwenpick einfach eine scheiß hohe Initiative hat. Ja, aber das Velursi hatte dann in der zweiten Runde den Angriff vorher gemacht, bevor ich runterkam mit Fliegen. Achso, stimmt, hat er zwei Angriffe gemacht, ja. Au. Aber hier nicht. Guckt er etwas dicksbar aus. Big. Egal. Kriegen wir hin. Wir glauben an dich. Ja. Und heuer. Tschuuu. Das war's, dicke Kartoffel. Hat Möwenpick noch das Item, mit dem es mehr aushält? Nee, der hat Ewigstein, glaube ich. Nee, Evolit hast du in jedem. Ja, dass es mehr Verteidigung genau, hat. Genau. 36. Nice. Agilität. Nein. Was ist Agilität? Psycho. Er macht sich einfach nur schneller. Noch mehr Initiative. Um die Initiative wird stark zu erhöhen. Ja. Nee, das brauchen wir wirklich gerade nicht. Brauchen wir nicht. Der hat genug Inni. Schwarzgurt Kaigo wurde besiegt. Mein Wille ist gebrochen. Und ich bin trotzdem glücklich. Oh nein! Möwenpick will sich entwickeln! Oh, es ist so ein Möwenpick geworden! Ja! Hurra! So. Bird for life. Bird for life, ja. Flottball! Ich bin ja mal gespannt, was jetzt wo da unten kommt. Wo kommen wir denn hier hin? Ja. Ach, ich glaube, ja. Da liegt noch ein Pögelball. Ja, 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 1000 Items, ey. Riesenpilz. Oh, hi. Hallo? Achso, das Alola, ist eine Yoga-Trainer auf Inselwanderschaft. Dann lass mich mal sehen, wie viele Z-Kristalle du bisher gesammelt 50. Hast. 50! Nicht genügend! Mir scheint, dass du noch keinen Z-Kristall vom Typ Elektro. Um ihn zu bekommen, musst du gute 10 mit Hausbuchstaben, das 3-artige Prüfung absolvieren. Okay. Gut, dann kommen wir da erst nach der Prüfung hin. Okay, dann reiten wir jetzt noch einmal gemütlich zurück. Ja. Und dann schauen wir mal. Möwenpick lässt sich, wollen wir nicht entwickeln, weil es einfach unser Style ist. Okay, genau, Leute, genau. Akzeptiert unseren Style. Alter. Sternstaub.
Musst du alles singen sein? Ja, muss ich. Das ist mein Stil. Sternenstaub. Okay. Und da nochmal? Nee. Gut. Akzeptiert. Dann haben wir Route 11 akzeptiert und können jetzt nochmal ins Pokémon Center gehen und genau. Da fangen wir da beim nächsten Mal an und dann gehen wir direkt zur Route 10. Ja, aber wirklich. Also, ne? Vollgas. Ja. Zur Elektroprüfung mit unserem Sankabu. Jo. Gut, Leute, dann was ist mit dem Part? Wir sind cool und hip und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.